Hallo ihr Lieben, schön, dass du Yoga mit Marleen eingeschaltet hast. Dich erwartet heute ein Yoga-Conditioning-Setting, in dem du vor allem deinen Oberkörper stärken wirst. Wir konzentrieren sich auf die Arme, speziell Unterarm und Trizeps ist so ein Bereich, den du gut spüren wirst heute und nehmen definitiv Brust, Schultern, auch die Mitte hier mit. Wir starten mit einem sanften Warm-up für den Oberkörper und lassen die Session auch wirklich ganz entspannt ausklingen. Du brauchst eigentlich wirklich gar nichts. Wenn du hast, lege dir deine Blöcke und eine Decke bereit. Wenn du das nicht hast, du kannst auch die Blöcke einfach weglassen und dir einfach ein dickes, großes Badetuch nehmen. Das wird vollkommen ausreichen. Let's begin! Finde einen hüftbreiten Stand und lege eine Hand auf deinen Bauch und eine Hand auf deinen Herzraum. Schließe deine Augen und schenke dir einen Moment des Innehaltens. Atme hier 2-3 Mal nur durch den Bauch ein. Die Hand auf deinem Bauch dehnt sich mit der Einatmung aus und entspannt sich mit der Ausatmung wieder. Die Hand auf dem Brustkorb bleibt ganz ruhig. Und am Ende der nächsten Ausatmung bleibt die Hand auf dem Bauch ruhig und du konzentrierst dich auf die Hand deines Brustkorbs und spürst, wie mit der Einatmung Rippenbögen und Brustbein sich weiten. Und mit der Ausatmung sich wieder entspannen. Und dann verbinde beides. Atme die erste Hälfte durch den Bauch, die zweite Hälfte durch den Brustkorb ein. Zähle dabei gerne bis 4. Zwei in den Bauch, zwei in den Brustkorb. Vielleicht magst du in der Fülle einen kleinen Moment innehalten und atme dann etwas länger ganz entspannt wieder aus. Vielleicht möchtest du dabei bis 6 zählen. Du kannst auch in der Leere einen Moment innehalten. Ich lade dich ein, diesen Atemrhythmus jetzt so noch einige Male weiter fließen zu lassen. Und wenn du immer irgendwann das Gefühl hast, du würdest zu wenig Luft bekommen, dann kannst du gerne etwas schneller zählen, die Pausen etwas kürzer halten, sodass du wirklich in einen natürlichen, entspannten Atemfluss jetzt reinfindest. Noch einen solchen Atemrhythmus in deinem Tempo. Und mit der nächsten Einatmung, wann immer du bereit bist, steig mit an, heb die Hände über die Seite hoch. Die Handflächen berühren sich oben. Mit der Ausatmung beugst du einfach deine Ellenbögen, sodass die Fingerspitzen nach unten zeigen.
Und mit der nächsten Einatmung hebst deine Ellenbögen an, deinen Brustkorb nach vorne. Mit der Ausatmung löst die Hände, ziehst die Kaktusarme seitlich an deinem Körper tief. Und mit der nächsten Einatmung schieb die Handrücken nach hinten, bring die Schulterblätter kraftvoll zueinander, dein Herzraum nochmal weit nach oben zu heben. Mit der nächsten Ausatmung bring die Handflächen vor dir zueinander und beweg nicht nur die Arme, sondern schieb auch die Schultern vor, werd rund in den Brustkorb. Und dann mit einer Einatmung heb wieder die Arme. Und lass uns das jetzt mit unserem Atemrhythmus verbinden. Ausatmen, Ellenbögen beugen. Einatmen, heb die Ellenbogenspitzen hoch, heb dein Brustbein hoch. Ausatmen, zieh die Ellenbögen nach hinten und unten tief. Und einatmen, heb den Herzraum, öffne den Brustkorb. Ausatmen, die Handflächen kommen nach vorne zueinander. Wenn du den Flow gefunden hast, schließ gern deine Augen. Und es ist gar nicht so wichtig, dass jetzt jede Bewegung komplett sitzt, sondern vielmehr, dass du vielleicht merkst, wie jetzt du langsam eine Bewegung reinbringst. Mobilisierst, vielleicht gerade wenn du viel gesessen hast, ist das jetzt schon wunderbar. Und schau wirklich, dass du deine Bauchmuskeln zentriert hältst. Und so, dass die Bewegung vor allem aus dem Schultergürtel und dem Brustkorb kommt und nicht aus dem unteren Rücken, der bleibt lang, frei und offen. Lange Ausatmung, Ellenbögen beugen. Eine tiefe Einatmung, Herzraum weiten. Ellenbögen tief ziehen. Wenn du schon für die den Rhythmus gefunden hast, schließ gern deine Augen und für eine langsame und entspannte Runde. Das Ziel ist, dass du jetzt mobilisierst, dass du warm wirst. Ich schenke dir gern nur eine letzte Runde hier und du das genießt. Das nächste Mal und die Handflächen vor dir berühren. Komm über den Berg, indem du die Hände hebst. Wieder zum Stehen. Eine Hand auf dem Herzraum, eine Hand auf dem Bauch. Wir treffen uns da. Lass dir gern Zeit. Um hier wieder in einem tieferen, längeren Atemrhythmus anzukommen. Wenn du das Zählen genießt, dann nutze das auch gern nochmal.
Und immer du bereit bist, löse die Hände und komm in einen Vierfüßlerstand. Bauch ist fest, Rücken ist lang. Wir beginnen mit einer Art Warm-up für die Handgelenke, für mehr so das Aufwärmen und Aktivieren des Unterarms. Und dafür lade ich dich ein, aus dem Vierfüßlerstand die Handballen oder Handteller zu heben. Die Fingerballen bleiben auf der Matte verankert und wieder abzulegen. Die Idee ist, es wirklich langsam fließen zu lassen. Und du kannst ja gerne hier wieder diesen langen Atemrhythmus herholen und gerne ein bisschen länger ausatmen beim Tiefgehen. Das ist diese Phase, wo sich der Muskel lenkt und wo es wahrscheinlich ist, dass mehr Muskeln aufgebaut werden, jetzt hier in deiner Übung. Exzentrisches Training, sagt man, ist einfach effektiver. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt wirklich einen großen Muskel aufbaut, sondern vielmehr einen intelligenten Muskel. Also achte wirklich drauf, dass die Schultern möglichst über den Handgelenken bleiben, dass die Bewegung wirklich langsam bleibt, sodass du wirklich spürst, da sind die Unterarme wirklich aktiv. Wenn sie jetzt nur nicht anstrengend wird, leg die Handballen gar nicht ab, dass sie aber wirklich ganz ohne Druck im Handgelenk möglich sein. Und lass es gern nur ein bisschen langsamer fließen und merk, wie es das wahrscheinlich anstrengender macht. Die letzten paar Wiederholungen. Und solange es nirgendwo im Handgelenk oder sonst wo zwickt, lass es wirklich langsam und kraftvoll sein. Als nächstes mehr sitzt sie zurück, schüttelt die Unterarme aus. Vielleicht magst du ein paar Mal die Handgelenke greifen, mal die Richtung wechseln. Und von hier kommen dann herabschauenden Hund bitte. Lass den Schritt gerne etwas größer sein. Wir springen jetzt halt direkt rein. Die erwarten noch vier Übungen, die jetzt wirklich kräftigen sind, in denen wir eine Weile bleiben. Und du magst den Muskel müde werden lassen. Also lass das gerne jetzt einen halbwegs großen, herabschauenden Hund sein, indem du es wirklich aufspannst, die Hände vorschiebst, das Gesäß nach hinten oben ansteigen lässt und die Arme kraftvoll gestreckt sein lässt. Stell dir vor, du mich jetzt Zitronen unter deinen Achselhöhlen auspressen, sodass der Schultergürtel wirklich nur aktiver wird. Ich glaube, das sieht man da ganz gut. Das ist richtig reinschrauben und aktivieren des gesamten Schultergürtels. Und dann von hier beginnst mit der Ausatmung die Unterarme abzulegen. Und mit der Einatmung wieder zu strecken. In deinem Rhythmus. Aber lass es wirklich halt immer gerne ein bisschen langsamer sein. Wenn du nicht wirklich tief kommst, schau, dass du einfach ein bisschen beugen und strecken kannst. Wenn das gar nicht geht, kannst du gern abwechselnd links und rechts hoch und tief gehen. Aber wir wollen jetzt wirklich müde werden, also ändere ja zwischendurch gern deinen Zugang. Eine Idee, die ich dir noch mit auf den Weg geben kann, ist, wenn du es anstrengender möchtest, dass du die Ellenbögen gar nicht ganz ablegst. Wirklich abwechselnd in die komplette Streckung zu gehen. Und die Ellenbögen kurz über der Matte wieder schweben zu lassen. Die letzten paar Runden. Lass es gehen mit deinem Atem fließen. Lass es gerne langsam sein. So, die letzten zwei. Lass es zittern, lass es warm sein. Puh. Ein letztes Mal. Wie gesagt, der Muskel soll ja müde werden. Und dann nimm die Knie tief. Ah, schüttel die Arme einen kurzen Moment aus. Ah.
Wichtig ist, dass du noch einfach genug Eiweiß isst, dass dem Muskel Zeit zur Regeneration gibst. Ansonsten solltest du jetzt wirklich aus diesem Yoga Conditioning-Aspekt her Kraft aufbauen wollen. Es ist wirklich wichtig, dass man ein bisschen ins Zittern und ins Schwitzen kommt, solange es schmerzfrei ist und nirgendwo in den Gelenken Druck ist. Wenn die Schultern wieder ein bisschen ausgeschüttelt sind, für die nächste Übung kannst du Blöcke nehmen. Das wird es anstrengender machen. Das heißt, selbst wenn du sie hast, lass sie gerne weg, wenn es das für dich nicht braucht. Stöße sie gern so breit auf, dass der Brustkorb dazwischen Platz hat. Ich zeige die Planke-Variante heute mit den Blöcken hier und gib's dann nachher einmal weg. Aber die Idee ist, dass du jetzt halt in eine Planke kommst, wirklich auch hier wieder gestreckte Arme, du schiebst die aus den Schultern heraus, hebst den Hinterkopf auf, streckst die ganze Körperrückseite lang. Und dann alles, was du machst, ist mit der Ausatmung tief gehen und dann merkst, da geht es sogar noch ein bisschen tiefer, und mit der Einatmung wieder hochzugehen. Als Varianten, und du kannst direkt einsteigen, zeige jetzt die anderen auch noch her, du kannst die Beine gestreckt haben, aber die Hände nicht auf zwei Blöcke. Oder du kannst ja die Knie ablegen. Das ist wahrscheinlich halt die beste Variante für mich, weil meine Schulter etwas beleidigt ist. Und wenn du das in sicherer Begleitung von einem Physiotherapeuten machst oder deinen Körper selbst genug kennst, kannst du eine kleine Verletzung oder beleidigt sein im Körper definitiv sorgen, dass man wirklich nichts tun soll, sondern dass man nichts tun soll, in den Schmerz hineinzugehen. Tatsächlich, wenn du gar kein Schmerz hast, ist gut, Bewegung reinzubringen. Nur ein paar, du hast es fast geschafft. Wechsel gern zu einer Variante, die leichter ist. Wenn es wäre, mit den Blöcken wirst du gleich merken, du hast einfach ein bisschen mehr Brustmuskeltraining mit dabei. Die letzten zwei. Und diese Bewegung bringt einfach Zirkulation. Ui, jetzt kämpfe ich so weit schon. In den Bereich. Herrlich. Und das ist genau, was wir wollen. Die Variante, die du aussuchst, soll dir ein bisschen müde machen. Ah, locker gern. Die Schultern aus. Locker die Arme aus. Bewegt einfach einen Moment, so wie es sich gut anfühlt. Und wir gehen direkt in die dritte Übung, die ich heute für dich mitgebracht habe. Und dafür lade ich dich nochmal ein, auf die Unterarme zu kommen. Du kannst aber natürlich auch jederzeit sehr gerne die hohe Planke mit gestreckten Armen machen. Auf den Unterarmen trainierst nur ein Stück mehr die Schultern und die Körpermitte mit dieser Übung. Du kannst die Handflächen zueinander bringen oder die Handfläche auf die Matte schauen lassen. Das ist mir heute nicht so wichtig, aber schau, dass Schultern, Becken eine Linie bilden, dass du die Bauchmuskeln da wirklich zentrierst, die Körpervorderseite anspannst, um die Körperrückseite lang zu strecken. Und dann, was du machst, ist, beide Fersen nach rechts sinken zu lassen, den linken Arm zu heben, das Becken auf der Matte nicht abzulegen, sondern kurz zu berühren, wieder heben und tief drehen. Ausatmen, Fersen ablegen, einatmen, Arm heben. Aus, Becken tief. Ein, wieder heben. Ausatmen zur anderen Seite. Du kannst es mit dem Atem fließen lassen, wann es angenehm ist. Du kannst den Atem aber einfach entspannt weiter fließen lassen. Ausatmen, es wechselt zur anderen Seite. Einatmen, Arm heben. Ausatmen, Becken tief. Und ein, Becken wieder hoch. Das heißt, du kannst dir wirklich immer denken, die Einatmung ist so das Hebende und Öffnende. Und ausatmen. Kommst tief oder wechselst wie hier die Seite. Bauchmuskeln zentrieren und stabilisieren die ganze Zeit.
Und es ist komplett normal, wenn der Atem mit der Zeit ein bisschen schneller fließt. Lass die Bewegung aber trotzdem wirklich langsam und kontrolliert sein. Nimm jede Seite, sodass du auf beiden Seiten ausgeglichen bist. Und wenn du ausgeglichen bist, schüttel die Arme ab. Du hast es fast geschafft. Nur eine letzte Übung, dass du mir wirklich gut den Trizeps, die Oberarmrückseite spüren wirst und auch Bauch, den ganzen Körper, den Schultergürtel gut mitnehmen willst. Du kannst dann später, wenn du jetzt denkst, was, ich mag nur mehr schwitzen, da gerne noch ein anderes Video suchen, einen anderen Körperbereich. Oder einfach dieses Set nur 2-3 Mal wiederholen, um dort den Muskel nur mehr zu ermüden. Bis zu 5 Mal, wenn du sagst, es ist ein besonders fitten Tag. Für die letzte anstrengendere Übung jetzt in diesem Yoga Conditioning Set, leg deine Unterarme ab, die Handflächen berühren jetzt auch die Matte und dann kommst mit dem Becken hoch für einen herabschauenden Hund mit abgelegten Unterarmen. Delfin wird da auf dem Yoga dazu gesagt. Und anders als zuerst, als die Arme zu strecken, machen wir jetzt Kinn vor, Kinn zurück. Einatmen, Kinn vor. Ausatmen, Kinn zurück. Arbeite wirklich über deine Handflächen und Unterarme. Schieb da kraftvoll in die Matte tief. Und sollte das zu leicht sein, kannst du nur immer den Schritt ein Stück kleiner machen oder ein Bein heben. Und nur so eine letzte Variante, solltest du Blöcke haben, ich finde das immer ganz schön, wenn man da Varianten hat dafür, kannst du den Block zwischen deine Finger nehmen. Moment. Kannst du den Block zwischen deine Finger nehmen und das Kinn noch vor über den Block oder zum Block schieben. Das heißt, du nimmst ihn zwischen die Finger und drückst da zueinander. Und nur einmal, wann du das möchtest. Gerne auch mit angehobenem Bein. Und der Schritt kann auch gern immer kleiner werden. Solltest du ein Bein gehoben haben, schaust du auf der anderen Seite. Hui! Gleich für Wiederholungen hast. Und wenn du müde wirst, kannst du auch gern einen Atemzug einfach im Delfin bleiben. Und dann nimm die Knie tief, nur Arme, schüttel die Arme aus. Einfach als ein Ausgleich jetzt nochmal, so ähnlich wie zu Beginn, wo wir uns sehr stark auf dieses Öffnen konzentriert haben, kannst du jetzt nochmal die Blöcke schnappen, solltest du sie haben. Oder wenn du keine Blöcke hast, kannst du deine Ellenbögen auch gern auf die Matte ablegen. Die Blöcke bringen die Matte ein bisschen weiter weg, intensivieren die Öffnung im Brustkorb und in den Armen gleich immer machen. Ich zeige es das ohne Blöcke her. Was du machst, ist, dass du die Ellenbögen auf die Blöcke legst und die Knie sind ein Stück weiter nach hinten drauf, sodass das Becken jetzt wirklich über der Hüfte bleibt. So für die Übung sind wir nur eher aktiv jetzt im Schultergürtel, also du drückst da wirklich über deine Ellenbögen in die Matte tief. Und lass deinen Brustkorb nach hinten weich werden. Aber es ist keinesfalls ein Durchdrücken, du spürst da keinen Druck in der Wirbelsäule, spürst der Brustwirbelsäule also wirklich eigentlich gar nicht, sondern spürst viel mehr Öffnung in der Körpervorderseite. Wenn das angenehm war, erst
mit den Ellenbögen beugen, kannst du es auch hier machen, um deinen Trizeps der oberen Rückseite noch ein Stück mehr zu öffnen. Ich zeige nochmal die Variante mit Blöcken. Wenn du da sehr offen bist, kannst du die Blöcke auch ein bisschen höher aufstellen. Fürs erste Mal empfiehlt sie aber, wenn du die Blöcke nimmst, auf jeden Fall die tiefere Stufe. Auch hier kann ein bisschen ein größerer Vierfüßlerstand aktiv in den Schultern. Und du drückst dich nicht durch, sondern du bist kraftvoll in deinen Armen und Schultern. Ellenbögen schieben in der Unterlage. Und der Herzraum wird einfach weich. Auch hier ist der Bauch nur leicht aktiv, sodass die Bewegung wieder nicht im Lendenwirbelsäulenbereich, im unteren Bereich der Wirbelsäule ankommt, sondern wirklich viel mehr im Brustkorb sie ausdehnen darf. Und vertief dann, wenn du ankommen bist, da wieder deine Atmung. Find gerne einmal den Rhythmus, den wir zu Beginn unserer gemeinsamen Einheit heute gefunden haben. Vielleicht 4 ein, eine kurze Pause, 6 aus. Atme dann damit tief durch. Und um wieder rauszukommen, drück die Ellenbögen in die Blöcke und drück die langsam wieder hoch auf die Arme. Sitze einen Moment einfach zurück, um hier nachzuspüren. Und wenn du Zeit hast, lade dich wirklich ein, da jetzt das herzurichten für eine Entspannung jetzt zu Ende. Und solltest du die Yogadecke oder dein Handtuch bereitgelegt haben, dann möchte ich, dass du einfach eine relativ dicke und vor allem feste Rolle daraus machst. Solltest du beides nicht haben, du kannst in der Regel einfach deine Matte nehmen, gerade wenn du einen warmen Boden mit Fußbodenheizung oder einen Teppich hast, spricht da gar nichts dagegen, die wirklich einfach einmal auf dem Boden zu platzieren. Und was du machst, ist, dass du die Decke am Kopfende deiner Matte platzierst, die dann mit dem Gesäß relativ an diese Decke heranschmiegst. Schau, dass du nach hinten dann gleich so viel Platz hast, dass der Kopf sehr ablegen kann. Und wenn du 8 Blöcke hast zum Unterstützen, kannst du auch die mitnehmen und die Fußsohlen zusammenbringen, die Knie öffnen für Parakonasana nennt sich das im Yoga. Und dann legst du mit der Wirbelsäule direkt auf deine Decke, auf deine Matte, auf die Unterlage, die du gewählt hast und leg sie von hier zurück. Sollte es unangenehm im Kopf sein, kannst du da gern nur ein kleines Handtuch zusätzlich da unter dem Kopf legen. Aber es soll so sein, dass du wirklich gut gestützt bist. Daher auch, wenn du die Knie öffnen magst, gern was unterlegen. Und wenn es zwar größere Couchkissen sind, sodass du jetzt wirklich gerade in einem Bruchteil deiner maximalen Öffnung, die möglich wäre, ankommst. Du kannst die Hände gern neben deinem Körper liegen lassen oder noch einmal die Kaktusarme finden, die Ellenbögen beugen, sodass Handrücken und Ellenbögen auf der Matte liegen. Und solltest du noch mehr Raum haben, gerne die Arme nach hinten rutschen, vielleicht bis sie Fingerspitzen aneinander berühren und merkst, dass es nicht möglich ist, und dabei nämlich komplett entspannt zu bleiben, dann wandert nur so weit hoch, wie du wirklich loslassen kannst. Und das ist oft wirklich viel weniger Dehnung
es man gewohnt ist, hineinzupuschen. Und das hat seinen Raum. Also wirklich das Ende des Bewegungsspielraums zu finden, hat in einem sicheren Rahmen seinen Platz. Aber jetzt geht es darum, einen Ausgleich zu schaffen, so für diesen ersten Part, in dem wir langsam in die Bewegung reingekommen sind, sie kurz Zeit genommen haben, wirklich Wärme zu kreieren. Und jetzt ist so dieser Bereich, wirklich loszulassen und den entspannten Teil des Nervensystems wieder Raum zu schaffen. Erlaubt dir wirklich jetzt zur Ruhe zu kommen. Schwer zu werden. Getragen zu sein. Mit jeder Ausatmung deine Arme, Schultern, dein Kopf schwerer in die Erde sinken zu lassen. Wenn du es genießt, jetzt in die Ruhe einzutauchen, bleib direkt dabei, lass los, fühle getragen. Sollte es dir schwerer fallen, du in deinen Gedanken verstrickt sein, schon die nächsten Aufgaben, vielleicht magst du das Bild herholen, wie und wo du dich jetzt befindest. Und dafür lade ich dich ein, herauszuzoomen von dem Raum, in dem du dich befindest, die Vogelperspektive einzunehmen und relativ schnell hochzufliegen, dabei nach unten zu schauen, die wahrzunehmen in dem Dorf, der Stadt, dem Land, dem Kontinent, auf dem du dich befindest. Und dann mit Raketengeschwindigkeit immer, über Raketengeschwindigkeit wahrscheinlich immer höher zu fliegen. Und bis du die ganze Erde siehst mit dem Bereich des Kontinents, auf dem du dich befindest. Und du fliegst immer weiter raus und siehst, dass du die Erde dreht, nimmst es wahr, um die eigene Achse. Einmal jeden Tag. Und verhältnismäßig langsam um die Sonne jedes Jahr. Ich lade dich ein, das jetzt einfach zu visualisieren, nicht so zu denken, einfach aus einer sehr, sehr hohen Vogelperspektive wahrzunehmen und halt einfach neugierig zu schauen, was das mit dir macht. Wenn du heute Zeit hast, bleib gerne 10, 15 Minuten nur bei dem. Du wirst sehen, wenn du gut gestützt bist, am Bruchteil, vielleicht gerade die Hälfte maximal deiner Kapazität der Öffnung jetzt hast, dir wirklich sinken zu lassen. Aber nimm es eine Zeit, es für dich weiterzugehen. Zoom dich gern wieder herein und komm hier im Raum an. Gib deine Hilfsmittel zur Seite, roll dir einfach von der Decke runter und komm jedenfalls noch mal kurz in die Rückenlage. Spüre nach, wie es sich jetzt anfühlt. Wenn du nur in dieser öffnenden Haltung verweilen magst, drück Pause oder ignoriere mich jetzt gerne einfach.
Aber wann immer es für dich bereit ist, weiterzugehen, lade dich ein, etwas von dieser Stärke, aber auch offenen Gelassenheit, die du vielleicht diese halbe Stunde gespürt hast, gleich mitzunehmen, wenn du in den Tag weitergehst. Hol dir dafür gerne einen Moment auf der Seite. Und schütze sie von hier in deinem Tempo hoch zum aufrechten Sitz. Du kannst das Video gern so einmal die Woche, die nächsten paar Wochen wiederholen, schauen, was es macht. Es gibt dann mehr Videos, in denen andere Körperbereiche gestärkt werden. Also kannst gern so 2-3 Mal die Woche einen anderen Bereich damit ansprechen und kräftigen. Und denk dran, es geht wirklich darum, in gewisser Weise in die Ermüdung zu kommen, ohne die zu überfordern. Also wähl wirklich zu Beginn vielleicht das leichteste Level und dann bau über die Wochen aus. Ich danke dir jedenfalls, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Danke für dein Vertrauen. Und ich wünsche dir alles Gute und einen wunderschönen restlichen Tag. Namaste.